Willkommen zurück zu einem neuen Part bei Hogwarts Legacy. Ja, wie versprochen, machen wir das zweite Übungs... Genau, die zweite Übungsrunde mit Zauberkombinationen. Danach gehen wir in die dritte Runde im Duell. Und ich würde sagen, zum Abschluss, je nachdem wie viel Zeit wir noch haben, gehen wir einmal in den Kräuterkundeunterricht. Ich freue mich schon sehr auf den Kräuterkundeunterricht. Aber erst müssen wir mit Lucan sprechen. Genau, wir würden gerne an der Puppe trainieren. Hallo Lucan, ich würde gerne mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Ja. Das wäre toll. Wunderbar, ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Mhm. Ich hoffe, wir können das mit denen schon machen, die wir haben. Sag mir einfach Bescheid. Okay. Das schaut doch mal gut aus. Das sah doch schon mal gut aus. Ausgezeichnet. Okay. Und jetzt? Okay. Boom! Sehr schön. Okay. Boom! Da waren die Zauber leider nicht so schnell aufgeladen. Okay. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Das war nur dank deiner Hilfe. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Okay. Bevor wir aber uns jetzt an dieses Duell ranwagen, würde ich sagen, holen wir uns vielleicht noch ein paar Zauber, die wir uns ohne groß Aufwand holen können, dass wir mehr Möglichkeiten haben. Genau, die Schlüssel nicht. Hier kriegen wir Expelliarmus und hier wäre der normale Kräuterunterricht. Das Incendio, das kann man vielleicht beim Duell sogar erledigen. Und das Ausweichen können wir eigentlich auch bei der dritten Runde machen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach hier weiter. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Okay, mein Freund. Ich bin soweit. Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Große Chance? Ja. Absolut. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Aber natürlich. Sebastian oder Nazai? Wir würden Nati diesmal nehmen. Dann kannst genau. Ja losgehen. Huh, ein bisschen nervös bin ich. Kämpfen ist immer aufregend, finde ich. Ja, recht so. 4, wollt ihr mich verarschen? 4 gegen 2, oha. Farben ist klar. Wenn man blockt, gibt es einen Gegenangriff. Geht ja schon gut los, ey. Den ersten haben wir. Boom. Also das unsichtbar machen jetzt nicht so viel. Haben wir jetzt auch noch schnell fertig. Incendio.
Sieg. Woo! Wir haben es geschafft. Was für ein Sieg. Du hast das Turnier gewonnen. Aber gerade so. Ich hatte Glück. Es war einfach Glück. Mehr nicht. Bitte. Glück allein reicht für sowas nicht. Jetzt erhält die Siegerin den Preis. Oh, was kriegen wir denn? Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Dankeschön. Danke. Es war mir eine Ehre. Wohlverdient. Du bist eine ernstzunehmende Duellantin. Nachdem wir jetzt eine eindeutige Turniersiegerin haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht? Ich habe mich lange nicht gekümmert. Oh ja, das machen wir jetzt gleich auch. Ja, ich habe es gerade vergessen zu erwähnen. Ich habe sie ein bisschen umgestylt. Ich habe ihr die Haare heller gemacht. Ich weiß nicht, irgendwie hat es mir nicht so gefallen, das Dunkle. Ich bin mal gespannt, wie lange mir das gefällt und wie lange dann wieder nicht. Okay, wir gehen zum Kräuterkundeunterricht. Aber wir gucken erstmal bei Professor Hackett. 3 Ausweichen haben wir schon und 5 Gegner mit Incendio. Heißt, wir müssen noch 7-mal das Ausweichen üben. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Kräuterkundeunterricht. Haben wir da eigentlich schon eine Wegmarke? Nein, aber das ist nicht schlimm. Wir machen unsere flinke Feder an. Die weist uns den Weg und dann sind wir ganz schnell beim Kräuterkundeunterricht. Und ich freue mich schon sehr. So, wo müssen wir denn lang? Da lang. Ja, da müssen wir lang. Ja, letzte Folge wurde es sehr spannend. Wir waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der verbotenen Abteilung. Und haben die allererste Prüfung, wenn es eine der Prüfungen war, ich meine aber ja, zumindest so eine Art Vorprüfung, um, ja, dieses Denkarium zu finden mit einer ganz, ganz spannenden Erinnerung, die uns vieles gesagt hat, aber auch vieles fraglich dahinstellt, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, anfangen. Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Das machen wir doch. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Oh, die Alraune. Na, wer kennt sie noch? Die kreischenden Biester. Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Was ein Vieh, ey. Oh mein Gott. Jo. Schnell! Setzen Sie Ihre Alraunen in den neuen Topf und klopfen Sie die Erde fest! Haben wir es geschafft? Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut. Bisschen. Mit dir. So ganz kleines bisschen, aber das nur. Haben Sie alle toll gemacht. Als nächstes
werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Dann wollen wir mal. Ist auf jeden Fall ein wunderschönes Gewächshaus. Total cool. So. Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche, Professor, aus Hogsmeade mitgebracht. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Okay. Heißt, wir dürfen unsere allererste Pflanze machen. Unser Diktam. Pflanzentisch freigeschaltet. Diptam. Ich meine, das ist auch das Zeug, was wir direkt dann auch benutzen können, meine ich. Wenn ich richtig bin, genau. 10 Minuten braucht das jetzt und ergibt einen Ertrag von 5 Sprossen, Pflanzenköpfe. Ich weiß jetzt nicht genau. Hat auf jeden Fall geklappt. Gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Ah, Mega-Power-Trank. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Okay. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Ja, unsere Finger wollen wir ja alle behalten. Da oben ist er. Ach, Hallo. Da. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Jupp. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Aha. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Nee, Malverskraut, das können wir nutzen direkt, genau. Guck mal, hier ist eine Kiste. Wir hier noch eine Kiste, unten ist irgendwas. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Da steht was rum. Flussgras. Oh, ich meine, wir konnten das letzte Mal nicht so viel hier abernten. Können wir ein bisschen unseren Stand auf den neuesten... Zumindest du. Wieso ist die Puppe da rot? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. So, wir müssen hier lang. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Da ist eine Seite. Tadim! Und die dürfen wir jetzt alle mitnehmen. Das ist ja cool. Also das haben sie, glaube ich, angepasst. Wirf einfach den Kohl auf die. Er macht den Rest. Den Kohl auf die werfen und wie? Halte LB und tippe auf R, um das Werkzeug gerade zu öffnen. Genau. Und hier haben wir jetzt das Rad. Schaut, wir haben hier schon den Enduros-Trank. Und hier sind die Kohle. Und man drückt einfach L, also am Controller von der Xbox. Und mit dem rechten geht man hin und lässt einfach los. Und dann ist das drin. Das ist eigentlich total easy. Greif die Zielpuppe mit einem Kohl an. Zack. Buff. Schau dir das an. Kaum alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Okay, das hat funktioniert. Diese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Das stimmt. Das geht doch allein. Aber, naja,
Stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden, selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Was sind denn Kruziferen? Ist das Crucio, also der einer der drei Flüche? Okay, wir haben auf jeden Fall super viel für unsere Getränke und für die Kohle jetzt schon mal uns geholt. Da können wir noch nicht rein. Haben wir hier noch irgendwo was? Da ist eine Seite. Revelio. Baboom. Gewächshaus. Baum. Okay. Jetzt müssen wir wieder einmal hier runter. Aber hier haben wir noch eine Pflanze, die wir uns mitnehmen dürfen. Also ich bin mir sehr sicher, dass das letzte Mal, wo wir angefangen haben, wo das Spiel rauskam. Samen brauchen Zeit zum Wachsen. Kehrt zur späteren. Wie lange brauchen unsere Pflanze? Noch 5 Minuten. Kehrte Professor Garlic zurück. Okay, dann gehen wir mal zu ihr und sagen Hallöchen. Hier ist noch was zum Abernten. Das ist draußen. Nee, das finde ich echt cool, dass du das so angepackt hast. Oh, hier liegt ein Brief. Liebe Professor Garlic, wie überaus aufmerksam von Sie haben sich ja sogar gemerkt, dass Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß. Kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach ihnen sind. Alles, was sie züchten, scheint von erlesenster Qualität zu sein. Von Bitterwurz bis zur Beere. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte sich etwas von ihnen abschaut, während sie sie unterrichten. Lenora vergöttert sie. Ich bin mir sicher, das tun alle ihre Schüler. Ich stets mit wärmsten Grüßen, Eleonora Everlight. Okay. Wusstest du, dass du die Alraune zur Verteidigung nutzen kannst? Ja. Stell dir das mal vor. So indirekt. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Genau. Möglicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Okay, haben wir auch geschafft, unseren ersten Kräuterkundeunterricht. Unsere Pflanze braucht jetzt noch 5 Minuten. Und für alle, die es irgendwie vielleicht noch nicht wissen sollten, wir können hier jederzeit herkommen und hier ernten. Also das ist jetzt, so doof gesagt, unser Tisch. Und wir können da jetzt immer wieder hinkommen, ernten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir was Neues ein... Ja, Topflern, also wir könnten auch rein deutsch neue Samen reinpacken, dass wir was anderes bekommen. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal in die Aufträge hinein. Wollen wir vielleicht noch... also wir müssen erst ausweichen. Dann würde ich... Gehen wir in den Zaubertrankunterricht, oder? So zum Abschluss, würde ich sagen. Das klingt doch gut. Haben wir hier irgendwie was? Nee, hier bimmelt nichts. Wo ist dieser Schlüssel hin? Hat's irgendeiner gesehen? Da ist eine Seite, die holen wir uns schon mal gerade. Professor Sharps Aurorenabzeichen. Okay. Kisten und sowas haben wir nicht. Hier liegt allerdings was. Sammeln. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, wo dieser verdammte Schlüssel hin ist. Ich habe es nicht mitbekommen. Die sind ein bisschen schwer zu erkennen, muss ich sagen. Okay. Dann starten wir. Anfangen. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule.
Als Fünftklässler müssen sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Okay. Vorsicht, wenn das Sie den ist so cool gemacht. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Hinzufügen. So cool. Allein, dass wir das so machen dürfen. Gut, es geht halt immer nur in den Unterrichtsstunden. Danach leider nicht mehr. Dann ist es wie mit der Pflanze. Einfach hingehen, ernten und dann sehen die sich neu rein, theoretisch. Bisschen schade, aber hey, immerhin kann man es einmal so brauen. Das ist schon sehr cool gemacht. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Oh, Professor noch Weasley einen? Hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Oh, cool. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Jawohl. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Vielleicht beides. Sammelt Aschwinderin-Ei, Fels des dunklen Straßenköters. Hat Professor Sharp gesagt, Garrett! Sein Büro zu betreten? Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für einen weiteren Zaubertrank hole. Genial! Du, meine Freundin, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. The Garrett. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Ja. Zu lernen. Warte mal, bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Oh, Garrett, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es tut mir leid. Ich weiß nicht. Ich würde es nicht machen. Ich will mich nicht mit Sharp anlegen. Ach was, Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Sharp merkt gar nicht, dass sie weg ist. Ich habe genug damit zu tun, die Zutaten für ihn zu besorgen. Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Tut mir leid, Garrett. Tut mir leid. Ich lasse mir was einfallen. Hol dir doch so ein Fup-Fup oder wie die heißen. Okay. Ah ne, Feder eines Fup-Fups. Nee, das ist das von Garrett. Straßenköterfell. Irgendwas ist runtergefallen gerade. Oh, wir haben gerade mal seinen Tisch leer geräumt. Und Aschwindeier. Ist hier irgendwas noch drin? Na, guck mal, hier ist ein Brief. Von Aurora, vom Aurora-Büro. Betreffend Borgin und Burkes. Bei Borgin und Burkes kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Hof des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein, zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere
Anweisungen folgen. Okay, also er ist da zum Beobachten eingeteilt worden. Okay, Garrett, tut mir leid, aber nee, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich will nicht direkt als der Böse sein. Brau einen Edurus-Trank. Genau, so funktioniert es dann auch, wenn man die eigene Station hat. Und dann klickt man hier einfach A und dann zack, puff, fällt es da rein. Und man kann jetzt 26 Sekunden warten, bis der fertig ist. Wir haben ja soweit alles schon geholt. Garrett, was machst du schon wieder? Irgendwas hat er falsch gemacht. Wir sprechen gerade mal unsere ganzen Mitschüler an. Das heißt mal wieder Punktabzug für Griffin. Mein Mega-Power-Trank ist Müll. Ich wünschte, ich könnte einfach einen von Jay Pippins nehmen. Warum Müll? Professor das ist doch nicht so schwer. Aurora hat sicher viel gelernt, wenn er doch mehr davon reden würde. Okay, ich glaube, er ist fertig. Ja, sammeln. Kehrt zu Professor Sharp zurück. Hallo, bitteschön, schauen Sie mal. Ich habe einen Edurus-Trank gebraut, Professor. Wie schön, dass Sie sich diesmal auf die Aufgabe konzentrieren konnten. Ich sah Sie mit Mr. Weasley reden. Er kann recht überzeugend sein. Hm. Schön, dass Sie widerstanden haben. Gute Arbeit heute. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte stets daran, dass Sie noch keine Meisterin der Zaubertränke sind. Man das muss nicht stimmt. nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Okay. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Okay, das klingt doch gut. Haben wir auch geschafft, dann würde ich sagen, brauchen wir noch... Ah, wir haben keinen Horklumpsaft. Okay, heißt, wir müssen unbedingt die nächste Folge mit Natty uns draußen treffen, dass wir draußen eine Ehrenrunde drehen können, um uns ein paar Sachen zu sammeln. Vielleicht machen wir eine Ehrenrunde auch an diesem einen Weg entlang, bevor wir mit Natty uns treffen, dann würde ich sagen, wie gesagt, sammeln wir die nächste Runde und dann können wir vielleicht das nebenbei auch abschließen und uns dann mit Natty treffen. Ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit. Ja, dann hoffe ich, dass es dir wieder gefallen hat. Ich wünsche dir, Moment, wir gehen mal kurz ein bisschen ins Licht, dass wir ein bisschen was von uns sehen. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, es macht dir immer noch Spaß. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, den Abo-Button zu klicken, gerne auch ein Like oder einen Kommentar dazu lassen. Ist natürlich alles kein Muss, aber es freut mich immer, das zu sehen, dass es gut ankommt. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.